dann würde man ja denken, so ein Put springt total an. Ne? Das Gegenteil ist aber der Fall, weil die Volatilität sofort rausgeht, weil die Volatilität vor den Earnings ist nur deswegen so stark oben, weil alle Leute sich absichern wollen, die in der Aktie sind. Weil alle Angst haben, sagen, oh, was ist, wenn da was Schlimmes passiert? Und deswegen sind diese Optionen, die jetzt bis Freitag laufen, unglaublich teuer. Hallo Markus. Oh, hallo Jens, ich bin relativ neu im Team, habe aber seitdem eine Option gemacht und habe aktuell einen Trade bei mir als Idee Z-Scaler, Earnings Trade. Und würde nur kurz deine Meinung dazu gern hören. Scaler, die haben, glaube ich, heute machen, die bringen die Earnings, ne? Genau, die haben heute Zahlen und ich schaue ein paar Dinge an, wo ich bei dir, also in der Schulung bisher, ich nicht kennengelernt habe. Also ich schaue zum Beispiel auch Expected Move an. Mhm. So, die sind aktuell bei 158. Ich habe den Strike 138 gewählt bis Freitag. Mhm. Bekomme dafür $86 Prämie. Und der Expected Move wäre im negativen Fall wäre es $143 und im positiven Fall 176. Und ich möchte nur nicht, dass er unter 138 fällt und sehe eine Unterstützung bei $139, wo ich denke, was er halten sollte. Ja, gut, wir haben hier noch so ein Tief. Ne? Ja, das Ding ist, die Umsätze sind gestiegen, das möchte ich dazu sagen. Ja, das ist 2 Tage. Ja, gut, gestern sind sie gefallen, am Freitag und heute, glaube ich. Na gut, werden wir sehen. Also, Earnings Trading ist im Grunde, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ist eine relativ simple Sache. Und zwar aus dem Grund ist es simpel, weil wenn du Earnings Trading, also für alle, die das noch nicht kennen, und wir müssen auch nicht zwingend kennenlernen, das ist halt eine Sache, also ist nicht schlecht, wir haben das auch jahrelang gemacht. Das Ding ist einfach, Earnings Trading, man geht halt her und es ist ein rein statistischer Trade. Das heißt, man geht her und sagt, hey, welche Aktien machen gerade Earnings? Und dann verkauft man einen Call und einen Put, ne, oder vielleicht auch nur einen Put, oder man kann auch einen Put-Spread machen und sagt, man kann eigentlich aufgrund der impliziten Volatilität, kann man sich ausrechnen, was erwartet der Markt, wie stark sich diese Aktie nach den Earnings bewegen wird. Und dann passiert Folgendes, wenn die Aktie jetzt zum Beispiel, mal angenommen, was hast du für einen Strike genommen? 138, ne? Genau. 138. Jetzt mal angenommen, die Aktie kommt heute negativ raus, heute Nacht und fällt morgen auf 141. Dann würde man ja denken, so ein Put springt total an. Ne? Das Gegenteil ist aber der Fall, weil die Volatilität sofort rausgeht, weil die Volatilität vor den Earnings ist nur deswegen so stark oben, weil alle Leute sich absichern wollen, die in der Aktie sind. Weil alle Angst haben, sagen, oh, was ist, wenn da was Schlimmes passiert? Und deswegen sind diese Optionen, die jetzt bis Freitag laufen, unglaublich teuer. Ne? Und das ist dann der Grund, dass man sagt, ich verkaufe die gehe davon aus, dass das hat eben eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass diese Optionen dann am Morgen schon 99% kollabieren. Und dann kann man sie billig zurückkaufen oder auslaufen lassen und dann hat man es verdient. Was ist das einzige Handicap bei jeder Art von Optionsverkauf? Das sind eben die sogenannten Tail Risk. Das heißt also, dass man sagt, hey, es gibt eine Normalverteilung, so und so oft wird das funktionieren und manchmal wird es nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann haut es richtig rein. Das heißt, die Aktie macht irgendwie bei, du hast gesagt, du kriegst $86 und die Aktie macht morgen bei 130 auf und du liegst sofort von mir aus $800 im Minus. Das heißt, du hast es 10-fache verloren von dem, was du eingenommen hast. Wie kann man trotzdem mit so einem Trade Geld verdienen? Mit dem einzelnen Trade überhaupt nicht, aber wenn man das häufig genug macht, dann verdient man Geld. Und das funktioniert so ein bisschen wie ein Casino funktioniert, dass ein Casino auch sagt, hey, ich weiß, dass die Masse der Spieler verzockt ihr Geld und deswegen wird das Casino gewinnen. Aber die wissen halt auch, manchmal kommt halt einer, der würfelt's Richtige oder setzt aufs Richtige, auf die richtige Farbe oder die richtige Zahl und dann gewinnt der, nimmt halt eine große Summe mit. Und deswegen musst du es im Grunde so machen wie ein Casino, dass du sagst, du musst permanent diese Trades machen. Das heißt, wenn jemand, der Earnings Trading ernsthaft betreibt, der muss sehr, sehr viele Trades machen. Der muss sehr, sehr viele Trades aufsetzen, um einfach dieses sogenannte Tail Risk, das außerhalb der Wahrscheinlichkeit, dass wenn das kommt, dass du das einfach ausgleichst mit vielen, vielen anderen Trades. Und das ist eine tolle Strategie, funktioniert auch. Ist auch gut für einen Broker, der freut sich auch, weil du viele Trades machst. Ja? Also kriegst die goldene Kundenkarte am Ende des Jahres. Aber du musst wirklich viele Trades machen. Und das meiste oder das größte Problem, warum viele mit Earnings Trades kein Geld verdienen, ist, dass sie zu selektiv sind und sagen, ah, ich glaube, bei der Aktie könnte es funktionieren und bei der könnte es funktionieren, die lasse ich mal weg.
Und du musst das eigentlich sehr blind machen. Du musst eigentlich sagen, ich handle alles so weit wie es geht am meisten durch. Du wirst jetzt noch ein bisschen geguckt haben nach Aufwärtstrends und so weiter, ne? Weil die Aktie sieht ja auch, hat man ja gesehen, ganz gut aus. Und damit versucht man eigentlich nichts anderes als die Wahrscheinlichkeiten, die man hat, etwas in die eigene Richtung zu bringen. So wie beim Short-Put-System, wo es ja genauso ist, dass man sagt, hey, theoretisch, wenn du alle Optionen, die es gäbe, alle, die es gibt, auf alle möglichen Aktien dieser Welt, alle komplett verkaufen würdest, na, dann würdest du am Ende Geld machen. Ungefähr 30% Gewinn im Jahr. So, jetzt ist es natürlich uns nicht möglich, alle Aktien, alle Optionen dieser Welt zu verkaufen. Ne? Da, das hängt an der Margin. Und aus dem Grunde versuchst du deine Wahrscheinlichkeit zu optimieren, indem du sagst, okay, ich verkaufe halt nur Puts auf Aktien, die gerade in einem Aufwärtstrend sind und nicht die Aktien, die in einem Abwärtstrend sind. So. Und das musst du halt einfach machen. Du musst eben dein Risikomanagement beherrschen und möglichst viele Trades machen. Wenn du weniger machst, darfst du nur Aktien im Aufwärtstrend nehmen. Und auch dann wirst du immer mal, das kennst du ja, wenn du das schon ein bisschen länger machst, wirst du auch immer mal eine auf den Deckel kriegen. Und das muss eben dann die Masse einfach ausgleichen. Okay, aber charttechnisch schaut die Aktie doch. Ja, charttechnisch sieht die gut aus. Ne? Also nochmal ganz kurz, können wir mal zeigen. Hier. Also, ne, das ist ja auch so eine, was machen die denn gleich? Tech ist das auch, das war ja auch so eine Hype-Aktie hier. Ne, die sind auch erst 18 gegangen, dann noch hier Corona, dann ist die nach oben geschossen und dann ist die ja auch sehr, sehr stark in sich zusammengebrochen. Und wir sehen aber ja jetzt hier im Wochenchart, die hat ja tief gemacht im Mai 23, also auch schon eine ganze Weile, ist jetzt hier oben drüber gegangen und hat das letzte Tief überwunden. Das heißt, die hat jetzt den Abwärtstrend überwunden, läuft so ein bisschen seitwärts. Und wenn die natürlich heute einen guten Impuls kriegt und ausbricht, wir haben hier einen Hoch, wir haben hier einen Hoch, wir haben hier einen Hoch. Und wenn die jetzt hier einen Impuls kriegt, dann geht die natürlich weg. Aber du weißt selber, das kann natürlich auch sein, dass die heute eine auf den Deckel kriegt und morgen hier ist. Das werden wir sehen. Alle werden gespannt heute mal hinschauen. Okay. Ja, aber wenn wir jetzt die Aktie so hätten und wir würden jetzt sagen, hey, würde ich die kaufen dann, und die hätte jetzt keine Earnings, würde ich sagen, klar, kauf den Ausbruch hier oben. Ja, weil dann hast du ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis und das ist aber natürlich immer bei Earnings, ihr wisst ja immer, da kann immer das eine oder andere halt passieren. Also ich kann dazu sagen, ich möchte sie deswegen haben, weil im Scanning ist mir aufgefallen, dass sie stark ist. Und bei den Earnings Trades, was ich ja auch mache, ist mir aufgefallen, dass das hohe IV und das niedrige Delta. Mhm. Okay. So. Okay, doch. Dankeschön. Bitte, gerne, Markus. So, dann haben wir noch eine Frage hier vom. Oh nee, wir sind schon am Ende. Deswegen, wir sind schon durch. Also, das war ein toller Call. Ihr habt super Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Schön auch, dass sich immer auch die neuen Teilnehmer mal melden und mit Fragen kommen. Auch mal ein bisschen was anderes. Ne? Also macht auch weiter so. Lernen wir alle immer ein bisschen was dazu. Jetzt mal so einen kleinen Exkurs Earnings Trades. Und dann, wie gesagt, ich gucke morgen früh mal rein. Ich bin gespannt, was die ZS macht. Na, das werden wir ja dann sehen. Ich drücke dir die Daumen, dass es gut geht. Und wir hören uns wieder am Donnerstag beim Mindset Call. Ansonsten hören wir uns dann morgen früh bei Telegram. In diesem Sinne, schönen Abend und ich werde morgen früh in Telegram sagen, wie Scaler-Ergebnisse waren, okay? Damit wir es alle wissen. In diesem Sinne, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.